Stimmlage. nein, er ist zu hoch. Wenn du ihm etwas auf den Weg geben könntest, quasi zurückspulen, ja. Hättest du da etwas einen Rat? Liebe Joël. Liebe Simone, herzlich willkommen bei uns hier in der Quelle in Bern. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, liebe Joël. Ich freue mich, dich zu sehen und hier zu sein. Sehr schön. Du bist ja bald wieder bei uns. Und zwar gibst du am 26. November einen Vortrag und 27. und 28. ein Seminar bei uns. Und das ist gerade meine erste Frage an dich. Ich habe ja heute ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Gerne. Und was dürfen die Leute von diesem Vortrag oder auch vom Seminar erwarten? Was kommt auf sie zu? Der Titel ist «Entscheide dich für die Liebe». So heißt auch mein viertes Buch, welches diesen Frühjahr erschienen worden ist. Und «Entscheide dich für die Liebe» ist für mich tägliche Arbeit. Und es ist auch Bewusstseinsschulung und Selbstreflexion. Das heißt, es geht bei mir in diesem Thema nicht um die romantische Liebe, sondern eine bewusste, liebevolle Lebensgestaltung. Und ich möchte sowohl Vortrag wie Seminar mit drei Schwerpunkten gestalten, nämlich die Selbstliebe, was bedeutet es täglich, mich zu spüren und mich für mich zu entscheiden und mir auch jeden Tag immer mehr zu erlauben, mich selbst zu sein. Und der zweite Teil, die Liebe in unseren Beziehungen. Denn ja, in den Beziehungen, wir lieben uns, ja, doch wirklich auch die Beziehung liebevoll zu gestalten und seine Themen, seine Ängste zu transformieren und immer auch wieder auf den anderen zuzugehen, selbst wenn unterschiedliche Meinungen da sind. Und da möchte ich einfach Wege aufzeigen, wie wir uns selbst in Beziehungen treu sein können, was es auch bedeutet, heilsame Zwischenräume zu haben und gleichzeitig gemeinsam zu wachsen und immer mehr sich zu befreien und ein schönes, liebevolles, gemeinschaftliches zu erarbeiten. Okay. Und der dritte Teil, der mir am Herzen liegt, ist die Liebe als eine universelle Kraft, die in jedem Herzen schlägt, die in jedem Herzen ist, zu verstehen, die ja auch die größte Kraft ist, die es gibt auf Erden. Und dass wir niemals aufhören sollten, an diese Liebe zu glauben und uns für diese Liebe einzusetzen. Schön. Vielen Dank. Da freuen wir uns auf das Seminar und den Vortrag. Sehr schön. Ich mich auch. Meine nächste Frage wäre, was gefällt dir an deiner Berufung am meisten? Die Begegnung mit den Menschen von Herz zu Herz. Und den Menschen helfen zu können, sich zu befreien und voranzukommen im Leben. Und gleichzeitig zu spüren, dass mich diese Arbeit mit tiefem Frieden erfüllt, mit ja, auch Ankommen in meinem Leben. Weil ich sage auch gerne, jedes Buch, jedes Wort, das man nach außen trägt, es wirkt nach außen, aber es wirkt auch nach innen. Weil wir möchten ja auch das, was wir sagen und vor, ja, in die Welt tragen, leben. Weil letztlich ist das, was wirklich wirkt, ist das, was wir leben. Und so ist es für mich einfach ein wunderschönes, ganzheitliches, wo ich auch gelernt habe, den Mut zu haben, mich zu zeigen mit meinen Gedanken, mit meinen Werten, mit meinen Gaben und den Menschen damit auch eine Inspiration zu sein, auch den Mut zu haben, sich selbst zu entdecken und ihrem Herzen zu folgen. Das ist das Schönste, das es gibt. Sehr schön, danke. Meine nächste Frage, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten, wenn du ihm etwas auf den Weg geben könntest, quasi zurückspulen? Ja. Hättest du da etwas einen Rat? Liebe Joël, ich bin sehr, sehr dogmatisch erzogen aufgewachsen und hatte meinen ersten Aufwachmoment mit 16 Jahren. Ich war damals mit meiner Mutter im Hallenstadion bei den Zeugen Jehovas
und hatte einen Aufwachmoment und spürte so intensivst, da gehöre ich nicht hin. Mhm. Und ich spürte erneut mit 17, dass geistige Führung mich wie da rausführt. Es gingen Türen auf und ich spürte intensivst, Simone, triff jede Entscheidung aus der Intuition. Aus der Intuition, aus dem Herzen, niemals aus dem Verstand. Und das tat ich. Und ich war innerhalb eines Jahres davon befreit, in meiner Freiheit, auch innerlich. Ich hatte, programmierte mich um und war unglaublich eingespurt auf meinem Weg. Es war so eine unglaubliche Führung da. Und dann traf ich einen Entscheid wieder aus dem Intellekt und katapultierte mich 3 Jahre in ein Betriebswirtschaftsstudium. War 10 Jahre lang dann in den Finanzen, in leitender Funktion, im Controlling, in der Führung und musste mich da auch wieder herausbefreien und das tat ich, indem ich meiner Intuition wieder folgte. Mhm. Und das braucht Mut. Und ich würde meinem 20-Jährigen nicht, das damals entschied, diesen Herzensweg, den ich spürte, meine Begabung, ich spürte, ich werde Bücher schreiben mhm. und ich war eigentlich schon an der Schwelle und hatte Angst. Und ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, habe den Mut, dich auf deine Intuition, auf dein Herz einzulassen, ihm zu folgen, auch wenn der Weg noch im Nebel ist. Mhm. Verlasse dich darauf, was dein Herz dir sagt. Hm. Wow. Also hattest du das mit 17 schon mal und dann ist es etwas verloren gegangen? Ich machte einfach, ich sage es immer, eine unangenehme Zusatzschlaufe, die schon ein bisschen wehtat, aber auch unglaublich wertvoll war, ja. weil so habe ich nicht nur die Brücke in der Spiritualität mit anderen Glaubensrichtungen, weil ich einfach das auch lernen konnte und durfte. Da ich ja auch heute ein gutes Verhältnis habe, zum Beispiel mit meiner Mutter, die immer noch darin ist, in diesem Glauben. Ja. Gleichzeitig habe ich gelernt, diese Brücke Spiritualität-Wirtschaft zu schlagen. Und es hat mich unglaublich geerdet und hat mir auch gezeigt, dass ja, man eben wirklich auch dieses Geistige auf den Boden bringen muss, durch sich selbst hindurch, auch indem man seine Hände nimmt und etwas erarbeitet. Mhm. Also es war schon okay so. War gut, wie es war. Im Nachhinein. Schön. Was macht dir im Moment am meisten Freude? Gibt es so etwas, das dich erfreut? Herzensschöne Momente mit meinen Liebsten, mhm. mit den Menschen, mit denen ich mich einfach von Herz zu Herz verbunden fühle, diese zu sehen, mit diesen Zeit zu teilen und einfach zu spüren, schön haben wir uns gefunden, mhm. schön dürfen wir uns begleiten und das heißt auch einander vertrauen und da sein, wenn wir uns brauchen und uns auch gegenseitig freuen über unser Glück, über unseren Weg, den wir gehen. Das erfüllt mich sehr mit großer, großer Dankbarkeit und Freude. Sehr schön. Meine letzte Frage. Magst du es, wenn man dir Fragen stellt? Ja. Ja? Das kam schnell. Ja, ich bin... wenn ich Vorträge halte oder Seminare, ich mag es schon, das zu vermitteln, was durch mich fließt mhm. und dann auch wirklich aus dieser Ruhe heraus zu sprechen. Aber letztlich geht es darum, wo die Menschen die Fragen haben. Da möchte ich Impulse schenken, da möchte ich wegweisenden Botschaften geben, sei es von den Engeln, sei es durch meine Lebenserfahrung in die Weisheit gebracht worden ist und ich weitergeben darf. Und da finde ich einfach, ich kann tagelang sprechen, aber ein Mensch hat eine Frage und er will doch nur das beantwortet haben. Deshalb, ich liebe Fragen, mhm. weil sie bringen mich auch zum Nachdenken und bringen mich so auch auf neues Wissen. Ach schön, sehr mhm. schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Und ich freue mich auf Ende November, auf deinen Vortrag und Seminar. Und schön, dass du heute da warst. Danke. Ich danke dir, liebe Joel, und ich freue mich auf alle, die am Seminar und am Vortrag dabei sind und freue mich über die Liebe, mit euch nachzudenken. Danke.